Aufgabe der Thermodynamik ist es, Systeme zu beschreiben. Besonders einfache Systeme sind Gasförmige Systeme. Wie beschreibt man ein Gas makroskopisch? Ohne Modellvorstellung, zum Beispiel mit einer mathematischen Gleichung. Das wird unser heutiges Thema sein. Ein Einkomponentensystem kann sehr gut repräsentiert werden durch eine Fläche im PVT-Raum. Bei hohen Temperaturen und niedrigen Dichten, also in diesem Bereich, ist das Einkomponentensystem homogen gasförmig und kann besonders einfach beschrieben werden. Wenn wir diesen Bereich herauszoomen, haben wir das Zustandsdiagramm eines Gases, genauer eines idealen oder perfekten Gases. Wenn wir dieses Gas experimentell untersuchen, stellen wir sehr einfache Beziehungen fest zwischen den Zustandsgrößen P, V und T. Wenn wir zum Beispiel die Kompressibilität untersuchen, so wie das vor vielen hundert Jahren Boyle und Mayotte getan haben, wenn wir untersuchen, wie das Volumen von dem Druck abhängt, dann stellen wir fest, dass bei konstanter Temperatur eine Verdoppelung des Druckes gleichkommt mit einer Halbierung des Volumens. Wir können auch sagen, Druck und Volumen sind umgekehrt proportional. Das Produkt P mal V ist eine Konstante. P1 V1 ist gleich P2 V2. Oder P ist umgekehrt proportional zu V. Das ist das Boyle-Mayotte'sche Gesetz. Daraus kann man die Kompressibilität eines Gases sehr einfach ermitteln. Wenn wir das grafisch darstellen, erhalten wir im PV-Diagramm folgende Abbildung. Das ist der Ausgangszustand, großes Volumen, kleiner Druck. Das ist der Endzustand, kleineres Volumen, größerer Druck. Die beiden Punkte liegen auf einer Hyperbel mit der Gleichung P mal V ist gleich konstant. 2 bar mal 12,4 Liter ist genauso groß wie 1 bar mal 24,8 Liter. Die gleiche Darstellung im PVT-Diagramm ist eine isotherme, eine Schnittfläche durch die, ein Schnitt durch die Zustandsfläche bei konstanter Temperatur. Bei höherer Temperatur würde die Isotherme in der Form verlaufen. Wenn wir die thermische Ausdehnung eines Gases untersuchen, kommen wir zu den Gesetzen von Charles und Gay-Lussac. Wenn wir den Druck konstant halten und die Temperatur verändern, verändert sich das Volumen proportional zur Temperatur. Doppelt so hohe Temperatur in Kelvin bedeutet doppelt so großes Volumen. Damit kann man dann den thermischen Ausdehnungskoeffizienten Alpha ermitteln oder die Aussage treffen V proportional T. Das gleiche gilt für die Veränderung des Druckes bei konstantem Volumen. Hier kann man festhalten, der Druck ist proportional der Temperatur, wenn das Volumen konstant ist. Das ist das sogenannte Charles'sche Gesetz. P durch T ist konstant. P proportional T. Wenn wir das grafisch auftragen, bekommen wir Nullpunktsgeraden. Hier haben wir einen niedrigen Druck bei einer niedrigen Temperatur. Hier haben wir einen höheren Druck bei einer höheren Temperatur. Wenn wir die beiden Zustände verbinden, erhalten wir eine Nullpunktsgerade. Bei 0 Grad Kelvin, also minus 273,15 Grad Celsius, würden sowohl der Druck als auch das Volumen eines idealen Gases verschwinden. Auch diese Isochoren oder Isobaren können wir in das dreidimensionale Zustandsdiagramm einzeichnen. Es ergeben sich Geraden auf der Zustandsfläche. Wenn wir Druck und Temperatur konstant lassen und nur die Stoffmenge eines Gases ändern,
Dann kommen wir zu einem ganz einfachen Zusammenhang, nämlich Volumen proportional Stoffmenge. Eigentlich ein trivialer Fallzusammenhang. Ein Mol eines Gases haben die Hälfte des Volumens mit 2 Mol eines Gases. Das Molvolumen eines Gases hat aber eine ganz besondere Eigenschaft. Dies hat Avogadro festgestellt. Und zwar ist das Molvolumen unabhängig von der Gasart immer dasselbe. Das Molvolumen bei Standardzustand beträgt 24,8 Liter, das Molvolumen bei Normalzustand 22,4 Liter. Gleiche Anzahl Gasteilchen nehmen gleiche Volumen ein. Wenn wir die 4 Gasgesetze kombinieren, erhalten wir das sogenannte ideale Gasgesetz, welches diese Fläche im Raum mathematisch beschreibt. Das ideale Gasgesetz ist eine Funktion von 2 Variablen. Wenn wir etwa formulieren, P ist R mal T durch Vm, sehen wir, dass der Druck P eine Funktion von T und von Vm ist. Die Proportionalitätskonstante, groß R, ist die Gaskonstante und ist für alle Gase identisch. Aus dem idealen Gasgesetz können wir ohne Probleme durch einfache mathematische Umformung das Gay-Lussac'sche Gesetz ableiten oder das Boyle-Mayotte'sche Gesetz ableiten. Es sind dies Projektionen auf die PT- oder PV-Fläche. Das ideale Gasgesetz beschreibt die Zustände aller Gase und Gasmischungen. In einer häufig vorkommenden Form sieht es so aus, P mal V ist N mal R mal T, P der Druck, V das Volumen, N die Stoffmenge, T Temperatur und R die Gaskonstante. Bei SI-Einheiten ist die Gaskonstante 8,314. Wenn Sie in Liter und Atmosphären rechnen, beträgt die Gaskonstante 0,082. Mit dem idealen Gasgesetz sind wir in der Lage, jeden beliebigen Zustand auf dieser Fläche zu berechnen. Wir brauchen 4 von den 5 Angaben und die 5. können wir dann ermitteln. Wenn wir nicht die Stoffmenge n, sondern die Anzahl der Moleküle groß n angeben wollen, müssen wir die Konstante von der Gaskonstante r in die Boltzmann-Konstante klein k abwandeln. Eine Anwendung des Gasgesetzes ist zum Beispiel die Ermittlung der Molmasse eines Gases. Wir haben hier ein Stickoxid, Verhältnis Stickstoff zu Sauerstoff 1 zu 2. Wir wissen aber noch nicht, ist das ein Stickoxid der Form NO2 oder der Form N2O4. Hier kann eine Gasuntersuchung und Anwendung des idealen Gasgesetzes Klarheit schaffen. Wir wägen eine Probe von diesem Stickoxid, ermitteln Druck, Volumen und Temperatur und können aus diesen 4 Daten die Molmasse ermitteln. Die Molmasse ist ja nichts anderes als Masse durch Stoffmenge. Die Stoffmenge ist nach dem idealen Gasgesetz gleich P mal V durch R mal T. Zusammengefasst ergibt sich diese Formel. Eingesetzt mit SI-Einheiten ergibt sich eine Molmasse von 92 Gramm. Das heißt, wir haben hier offensichtlich das Gas N2O4 vorliegen. Das Gasgesetz gilt auch für Gasmischungen. Wenn wir den Gesamtdruck dieser Gasmischung ausrechnen, nehmen wir die gesamte Stoffmenge und multiplizieren mit RT, dividieren durch V. Wenn wir uns alle Komponenten bis auf eine wegdenken, können wir ebenfalls einen Druck ausrechnen. Dieser Druck nennt sich Partialdruck. Der Partialdruck der roten Komponente ist der Druck, den diese Komponente ausüben würde, wenn nur sie im Volumen vorliegen würde. Jede Komponente hat einen Partialdruck. Der ist zwar nur mit etwas Aufwand zu messen, man braucht dann selektive Sensoren, aber zu berechnen kann man einfach die ideale Gasgleichung verwenden. Die Partialdrücke addieren sich genauso wie die Stoffmengen zum Gesamtdruck bzw. zur Gesamtstoffmenge. Und wenn wir den Partialdruck in Relation setzen zum Gesamtdruck, haben wir die
Stoffmenge der Komponente durch die Gesamtstoffmenge, also den Molenbruch y. Das sind die beiden Formulierungen des Daltonschen Partialdruckgesetzes. Eine wichtige Gasmischung ist Luft. Trockene Luft hat eine Zusammensetzung von ca. 78 Mol% Stickstoff und 21 Mol% Sauerstoff. Das heißt, bei einem Bar ist der Partialdruck von Stickstoff 0,78 bar und der Partialdruck von Sauerstoff 0,21 bar. Wir fassen zusammen. Die Zustandsfläche eines Gases ist mathematisch sehr gut beschreibbar durch die ideale Gasgleichung. P gleich R mal T durch Vm. Wenn wir Gasmischungen haben, können wir Partialdrücke definieren, die sich zum Gesamtdruck addieren.